Was geht ab, Leute? Euer Koste und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es dem Titel schon entnommen habt, im heutigen Video gebe ich euch ein paar coole Tipps, um euren Style zu verbessern. Für diese Tipps braucht ihr kein Geld, sondern ihr müsst einfach nur dieses Video gucken und am Ende des Videos kommt die Erleuchtung. Wie immer startet das Video nach einem kurzen Intro. An dieser Stelle würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr nichts von meinen Videos hier verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, die Glocke zu aktivieren. Dann seht ihr nämlich immer, wenn ich ein Video poste und seid immer up to date. Danke auf jeden Fall für den ganzen Support aus den letzten Monaten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. So, und wir starten direkt mit dem Video. Und die erste Regel, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, bei dem Outfit die richtige Farbauswahl zu treffen. Ich weiß, viele von euch stehen sicherlich morgens vor dem Kleiderschrank und sagen, welche Farbe passt zu mir, welche Farbe passt miteinander zusammen. Fragen über Fragen über Fragen. Viele denken sicherlich, es ist kompliziert, aber eigentlich ist es leichter, als man denkt. Ich blende euch hier mal eben so eine Farbpalette ein. Dort seht ihr einmal, welche Farben wirklich gut miteinander kombinierbar sind. Danach könnt ihr euch wirklich immer richten. Macht euch ruhig einfach einen Screenshot und dann habt ihr das einfach immer zur Hand. Könnt das in eurem Handy angucken. Seht einfach, welche Farben miteinander kombinieren. Man sagt ja in der Mode, nicht mehr als 3 Farben pro Outfit. Damit seid ihr eigentlich auf dem richtigen Weg. Jedoch gilt es natürlich zu beachten, dass es nicht einfach irgendwelche 3 Farben sein können. Also du kannst jetzt nicht Orange, Pink und Braun irgendwie miteinander kombinieren und sagst, ja, sind ja 3 Farben, weil das passt natürlich nicht. Wie gesagt, haltet euch an diese Farbpalette und für alle Leute, die sich wirklich unsicher sind, empfehle ich einfach immer, erstmal mit monotonen Outfits zu starten, wie jetzt beispielsweise dieser All-Black-Look und einfach am Ende ein Highlight-Piece zu setzen. Und da sind wir schon beim nächsten Tipp. Also wenn ihr euch wirklich unsicher seid, wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr nicht so viel Ahnung von Mode habt, dann macht einfach die einfachen Sachen, weil damit macht ihr am wenigsten verkehrt. Ein komplett schwarzer Look und dazu beispielsweise Sneaker in einer anderen Farbe und damit habt ihr so ein gewisses Highlight in dem Outfit und das gibt dem Ganzen schon das gewisse Etwas. Natürlich kann man diese Highlights wie auch immer setzen. Ihr könntet ihr zum Beispiel noch ein farbiges Überhemd oder sonst was überziehen und ihr hättet einfach ein bisschen Farbe in das Outfit reingebracht und es ist nicht zu bunt. Also für alle Leute, die sich wirklich unsicher sind, ich würde euch wirklich empfehlen, mit 2 Farben anzufangen. Ich weiß, es gibt viele bunte, schrille Vögel da draußen, die irgendwelche wilden Outfits miteinander kombinieren. Bei vielen sieht es vielleicht cool aus, bei den meisten eher nicht. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, einfach 2 Farben und damit fahrt ihr eine ruhige, lockere Schiene. Weniger ist mehr. Beherzt das Motto auf jeden Fall, weil damit bin ich auch nie verkehrt gefahren. Von daher kann ich das nur empfehlen. Kommen wir zum nächsten Tipp, den ich euch auf den Weg geben möchte. Und zwar geht es dabei, sich typgerecht zu kleiden. Was meine ich mit typgerecht kleiden? Damit meine ich, wenn ihr jetzt nicht der Größte seid, solltet ihr beispielsweise nicht nur Oversize-Klamotten tragen, weil dadurch wirkt man meistens immer noch kleiner. Wenn ihr jetzt etwas übergewichtig seid, würde ich euch empfehlen, nicht zu enge Klamotten zu tragen, weil das auch nicht immer vorteilhaft aussieht. Also ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Ich sehe das relativ häufig, dass beispielsweise Männer, die relativ klein sind, High-Top-Sneaker tragen. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist einfach, dass High-Top-Sneaker das Bein noch kürzer aussehen lassen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, wie man das Ganze kombiniert. Deswegen, ich sag mal, mit einer Cropped-Hose oder so kann das ganz cool aussehen. Aber wenn ihr sehr kurze Beine habt, empfehle ich einfach Low-Top-Sneaker zu tragen. Dadurch wirkt das Bein einfach länger und es sieht einfach vorteilhafter aus. Oder eine andere Sache ist beispielsweise, wenn ihr eine Cropped-Chino-Hose tragt und ein T-Shirt dazu und das T-Shirt aus der Hose tragt, sieht das von den Proportionen, dadurch, dass die Hose ein bisschen kürzer geschnitten ist, auch nicht ganz so geil aus. Da würde ich euch zum Beispiel empfehlen, das T-Shirt einfach mal in die Hose zu stecken und dadurch wirken die Proportionen zwischen den Beinen und dem Oberkörper einfach viel stimmiger. Ihr seht das hier in dem Video, das passt dann einfach viel, viel besser und das sind einfach so Kleinigkeiten, die man machen kann, damit der Look einfach stimmiger und passender aussieht. Eine andere Sache ist beispielsweise, wenn man ein Basic-T-Shirt trägt. Viele Basic-T-Shirts sind meistens bis zum Ellbogen geschnitten ungefähr und auch da würde ich empfehlen, einfach mal probieren, die Ärmel einmal umzukrempeln, eventuell sogar ein zweites Mal umzukrempeln, je nachdem wie lange die sind. Und ihr merkt einfach, dass das schon viel cooler aussehen kann. Dadurch kommen die Arme ein bisschen besser zur Geltung. Wenn ihr jetzt der übelste Lauch seid, würde ich es vielleicht nicht machen, dann lasst die Ärmel vielleicht drüber. Aber wenn ihr trainieren geht und mindestens ein
günstiger Bizeps habt, dann könnt ihr die Ärmel auch wirklich umkrempeln und dadurch kommen die Arme auch nochmal besser zur Geltung. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ein Outfit wirklich aufwerten kann, und zwar geht es dabei um Accessoires. Ich weiß, es ist relativ schwer, viele fragen immer, was für Accessoires, wo kaufe ich Accessoires, dies, das, jenes. Bei Accessoires finde ich persönlich immer im Sommer beispielsweise, muss es eine Sonnenbrille sein, die zu euch passt. Falls es euch interessiert, dass ich mal ein Video mache, welche Brille passt zu welchem Typen, schreibt es gerne in die Kommentare, dann würde ich das auf jeden Fall mal machen. Aber kommen wir zurück zum Thema, Accessoires werten ein Outfit auf jeden Fall auf. Also eine Sonnenbrille und eine Armbanduhr finde ich persönlich sind essentiell. Also eine Armbanduhr zumindest sollte man immer tragen. Ja, ich weiß, viele von euch werden wahrscheinlich sagen, nee, ich stehe nicht so auf Uhren, dann kann man sich eventuell irgendwelchen anderen Silberschmuck für den Arm holen. Das ist natürlich euch überlassen, worauf ihr eher Bock habt. Was ich auch noch sehr cool finde, sind beispielsweise Ketten. Ich hatte hier mal ein Video gemacht, wo ich zum Beispiel erklärt habe, wie diese etwas längere Kette, die ich immer trage, wie man sich die zusammenstellt. Das könnt ihr gerne nochmal abchecken. Aber Ketten und beispielsweise Ringe sind Accessoires, die man eventuell nutzen kann, um ein Outfit einfach cooler aussehen zu lassen, um ein Outfit einfach interessanter zu gestalten. Wenn ihr jetzt beispielsweise, wie ich jetzt gerade hier, einen All-Black-Look tragt, wenn ihr dazu noch eine silberne Kette tragen würdet, würde das nochmal ein bisschen Highlight ins Outfit reinbringen. Und Ringe kann man auch immer ganz cool tragen, wobei dabei immer zu beachten ist, nicht zu viel an einer Hand zu tragen, weil ich sehe das relativ häufig, dass viele Leute einfach so die ganze Hand voll mit Ringen haben. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Menschen, denen das steht. Von daher würde ich auch da sagen, weniger ist mehr. Übertreibt es auf jeden Fall nicht mit den Accessoires. Natürlich gibt es auch noch andere Accessoires wie irgendwelche Taschen, Rucksäcke oder sonst was, aber das muss natürlich auch irgendwo funktional sein. Also wenn ihr jetzt für den Job irgendwas braucht, beispielsweise ihr arbeitet bei der Bank, da würde ich mir natürlich schon eine coole Ledertasche holen, die ich jeden Tag mit zur Arbeit nehmen kann oder sonst was. Es muss immer zum Umfeld und zum Beruf irgendwie passen, diese Accessoires, die ihr benutzt. Aber es soll gesagt sein, dass Accessoires nicht essentiell sind, aber ich finde, die geben einem Outfit nochmal das i-Tüpfelchen und von daher empfehle ich auf jeden Fall, sich coole Accessoires zu suchen. Kommen wir zum letzten Punkt des Videos und das ist ein Punkt, der hängt irgendwie mit dem ganzen Video so zusammen. Also es geht dabei um das Selbstbewusstsein. Was will ich damit sagen? Wenn ihr ein Outfit tragt, dann solltet ihr das Ganze selbstbewusst tragen. Wieso sage ich das? Weil wenn ihr irgendwie nicht selbstbewusst seid, dann strahlt ihr das auch nach außen aus. Damit meine ich einfach, wenn ihr euch jetzt einfach irgendein Outfit anzieht, worin ihr euch gar nicht wohlfühlt, dann ist es einfach super schwer, damit selbstbewusst rüberzukommen. Natürlich gibt es Leute, die das können, was dann aber irgendwie fake ist. Ihr solltet euch einfach typgerecht kleiden, ein Outfit tragen, was zu euch passt, was euch wirklich gefällt, worin ihr euch wohlfühlt, und dann kommt das mit dem selbstbewussten Auftreten automatisch. Also wenn ihr euch verstellt, wie man das oft in dieser Instagram-Welt sieht, wo irgendwelche Leute einfach irgendwelche Looks tragen, die sie irgendwo gesehen haben und dann einfach kopieren, meiner Meinung nach funktioniert das Ganze nicht, weil im Prinzip verarscht du dich ja selber und das will ja keiner von euch. Also ihr wollt ja schon Klamotten tragen, die euch wirklich gefallen, die zu euch passen und damit auch selbstbewusst rüberkommen, weil dieses selbstbewusste Auftreten macht meiner Meinung nach sehr viel her. Wenn ihr euch beispielsweise so einen Pharrell Williams anguckt, der einfach manchmal überschrille Outfits anhat, aber er trägt sie beispielsweise mit so einer Selbstverständlichkeit, weil es für ihn auch tatsächlich normal ist, sowas zu tragen, und deswegen kommt das Ganze auch cool rüber. Aber wenn du dich jetzt einfach nur verkleidest und sowas anziehst und das gar nicht richtig fühlst, dann ist es einfach schwierig, das auch rüberzubringen. Deswegen, Selbstbewusstsein gehört auf jeden Fall zu einem Outfit dazu und deswegen kleidet euch einfach so, wie es euch gefällt, was ihr auch wirklich fühlt, und dann kommt das Ganze von alleine. Das war es an dieser Stelle wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Falls ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende noch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Assalamu alaikum, meine Freunde. So Leute, was ich mir noch vorgenommen habe, in den nächsten Videos zu machen, ist, ich wollte auf eure Fragen einfach ein bisschen intensiver eingehen, falls die Fragen das Ganze halt zulassen. Also falls es irgendwelche Fragen sind, die man ausführlicher beantworten kann, wollte ich das gerne machen. Und ich habe hier mal zwei, drei Sachen rausgesucht, wo ich denke, da kann man kurz mal drüber quatschen. Also in Zukunft, falls ihr irgendwelche Fragen habt, die euch auf der Seele brennen,
einfach in die Kommentare damit. Und worüber ich mich natürlich auch sehr freuen würde, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was für Videos ihr wünscht, was für ein Content ihr auf meinem Kanal sehen wollt, was euch besonders gefällt, was euch gar nicht gefällt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dann legen wir mal los mit dem ersten Kommentar und der ist von Leon King. Kann man Jeans auf Jeansjacke tragen oder welche Hosenart zieht man drunter? Lieber Leon, also natürlich kann man Jeans auf Jeansjacke tragen. Willst du das Ganze als All-Denim-Look tragen, also Blue Denim auf Blue Denim, finde ich relativ schwierig zu tragen. Kann man cool kombinieren, aber ich finde es sehr schwierig. Beispielsweise kann man aber eine blaue Jeansjacke mit einer schwarzen Hose sehr, sehr easy kombinieren. Was ich persönlich sehr cool finde, ist, wenn man auf eine Jeansjacke, beispielsweise wenn es so eine blaue Jeansjacke ist, einfach eine braune Chino oder eine blaue Chino, also dieses Navyblau. Das sieht immer sehr cool aus und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, auch eine schwarze Jeans auf eine blaue Jeansjacke oder eine schwarze Jeansjacke und eine schwarze Jeanshose geht alle super gut klar und ist easy kombinierbar. Der Blue Jeans Look, also komplett Blue Jeans gekleidet, ist schwierig, aber ist auch machbar. Die nächste Frage ist von David Hegewisch und er sagt, Hammer Video, danke Habibi, auf wie viel Zentimeter lässt du dir die Hosen kürzen bzw. wie eng lässt du die Hosen schneidern, welchen Umfang etc., wenn du weißt, was ich meine, LG. Lieben Gruß zurück auf jeden Fall. Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ihr müsst zum Schneider gehen, ihr müsst die Hose anziehen und dann sollte die Hose individuell auf euer Bein angepasst werden. Man kann jetzt nicht sagen, pauschal kannst du die Hose so und so irgendwie machen lassen, weil jedes Bein ist anders. Der eine hat dickere Waden, der andere hat dünnere Waden. Von daher zieht ihr die Hose beim Schneider einfach an und guckt, dass sie perfekt auf euer Bein ausgerichtet ist. Und was ich euch dabei empfehlen kann, ist, definitiv niemals zu eng schneidern lassen. Also ich habe mir früher super viele Anzüge einfach viel zu eng kleistern lassen. Und wenn man dann beim Pumpen einfach mal ein bisschen mehr Gas gibt oder ein bisschen mehr in der Küche Gas gibt oder was auch immer, passen die Sachen einfach nicht mehr perfekt. Deswegen sage ich immer, lieber ein bisschen mehr Platz lassen und nicht zu eng schneidern lassen, weil der Körper verändert sich nun mal und dann ist es halt schade, wenn ihr die Sachen nicht mehr tragen könnt. Von daher, lasst alles auf jeden Fall individuell anpassen, aber nicht zu eng. Kommen wir zur letzten Frage von Mixed News, ein Video über Moccasins. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Empfehle ich einfach Low-Top-Sneaker zu tragen. Salam, Nico. Salam. Moin.